Hallo. So. Willkommen. So, und mal eben gucken, wie der Player aussieht. Der sieht gut aus. Super. Ja, dann können wir starten. Ja. So. So, so viel ist da noch nicht dazu gekommen. So, aber das können wir erstmal löschen. So. So, productive und dark. Ist alles voll? Jo. Okay. Integrated. Brauchen wir noch mal welche? Integrated. So. Thank you.
So. Big. Wieso habe ich einen über? Egal. Und mir fehlen jetzt ein paar. Hi! Na, wie geht's? 1, 2, 3 plus 4, 7. Oh ja, fast in Schräglage Fahrrad gefahren. Da ist er. Ja, und jetzt kommt hier noch so ein bisschen Nieselregen. Du fährst hier mit dem Fahrrad durch die Gegend, kriegst die ganze Zeit so mega viel
Nieselregen ins Gesicht und kommst gar nicht richtig voran. Oh oh. Ja, soweit ganz gut. Ich wurde letzte Woche am Oberschenkel operiert. Also, die haben da ein Muttermal entfernt, sowas ganz Simples halt. Und heute auf der Arbeit war das echt unangenehm zu sitzen, weil das halt direkt auf der Rückseite vom Oberschenkel ist. Also war das sehr spannend, heute zu arbeiten. Wow. Ja, aber... ging eigentlich sonst klar. Also das Übliche halt. Wem sagst du das? Aber nee, bei uns gibt's sowas nicht. Besonders in der IT braucht man ja nicht. Ja, da war ich heute den ganzen Tag echt heilfroh, wenn ich unterwegs sein konnte. So, gucken wir doch mal unsere Mining Dimension an, wie der jetzt arbeitet. Ah, auch nicht viel besser. Das geht doch schon mal top notch voran. Ja. So, und dann habe ich mir heute, ich habe eigentlich ein High Luxus Performance Stuhl auf der Arbeit. Also der ist übelst geil. Das ist ein extra breiter Stuhl. Der ist also, wenn ich jetzt hier am Stuhl sitze, gehen ja die Schulter so an die Grenze ran. Und da ist nochmal so viel Platz bei dem Stuhl. Und auch die Sitzfläche ist mega geil. Und die ist halt ausgelegt für Menschen mit bis zu 180 Kilo. Und du sitzt da wie ein König drauf. Das ist so geil. Ich konnte mir den kapern. Und ja, also jetzt habe ich den dauerhaft. Beste Empfehlung überhaupt. So, und ich glaube, dieses Jahr mit dem Weihnachtsgeld oder so werde ich mir den auch privat holen. So. All. Fortune. Dreiundsiebzig brauche ich. Das ist auch nice. Ja, ich habe hier einen günstigen Amazon-Stuhl. Den muss ich dringend mal austauschen. Die Sitzfläche ist halt nicht für
mein Gewicht selbst ausgelegt. Also da steht zwar, der ist für 140 Kilo gedacht, aber Alter, der ist nach 2 Jahren komplett durchgesessen. Und überhaupt nicht angenehm. Ich sitze jetzt hier auf 2 Sitzpolstern von Stühlen. Ja. 73. Yay. 5. So. It's Hammer Time. So. Ja, auf jeden Fall. Also besonders, wenn du in der IT tätig bist, geht kein Weg dran vorbei. Also das ist das Wichtigste überhaupt. So. So, der... Lalala. Was aber auch wichtig ist, ich finde, das ist so ein Zwischending. Armlehnen und lernen, damit umzugehen. Das ist unglaublich wichtig, besonders im Bereich IT, finde ich. Damit kannst du einfach super zum Beispiel, oh Gott, vermeiden, dass du Tennisarm und bekommst. Ey, wo kommst du denn her? Wackeln die jetzt hier hoch oder was?
Ich habe die genau so eingestellt, dass wenn du deinen Arm hältst du ja so. Hier ist dann die Armlehne. Und das ist so eingestellt, dass dein Arm, wenn der auf der Armlehne liegt, locker auf der Tischplatte sich ablegen kann. Und dann kannst du nämlich die Maus in die Hand nehmen und versuchst, über deinen Ellbogen zu arbeiten und nicht aus dem Handgelenk heraus, sondern machst das über den Ellbogen. Und das schont halt, dann entwickelst du kein Karpaltunnel-Syndrom. Und das stärkt deine, wie heißt das gleich noch, deine Schultermuskulatur, weil du halt mehr aus der Schulter arbeitest. Und dann, wenn du dann auch noch einen vernünftigen Schreibtischstuhl hast, der eine bewegliche Sitzfläche hat, wenn du dich dann bewegst, dann bewegt sich diese Sitzfläche unterschiedlich. Und damit werden auch noch deine untere Rückenmuskulatur trainiert. Also so einen Stuhl habe ich auf der Arbeit. Und die ersten anderthalb Wochen hatte ich Muskelkater im Rücken. Einfach davon. Ja, und seitdem ich den Stuhl habe, keine Rückenschmerzen mehr. Keine Schmerzen im Handgelenk oder sonstiges. Ellbogen tun nicht weh. Und ich rede davon zum Teil, dass ich mal so 8 Stunden am Stück vom PC auf der Arbeit sitze. Ja, jetzt ohne Flachs. Das ist halt, du bewegst so ein bisschen deine Maus, ne? Also ich versuche auch so ein bisschen, das dürfte vielleicht ein bisschen im Stream auffallen, dass wenn ich die mich bewege, dass ich so ein ganz kleines bisschen mit dem Stuhl mich mitbewege. Ja, und so, das wirkt halt echt top. Aber das sind halt so Sachen. Habe ich alle auswendig gelernt, damit ich diesen Stuhl bekomme. Genau. Sehr wichtig, kann ich sagen. Ach ja. So, damit der Sniffer mal vorankommt, machen wir jetzt was. Hello there. So. Mob Grinder. Brauchen wir den hier? Gleich müssen wir einen Huhn suchen. Ups. Ich weiß nicht, ob du die Mob Grinder Mod kennst. Chicken Feed. Okay. Seed. Bucket. So. Oh ja, aber ich nutze jetzt das Ganze einfach nur, damit ich einen zweiten Sniffer bekomme. Aber das muss ja gebührend gefeiert werden. So. Jetzt brauchen wir einen Chicken. Ja, also mit den Apothecia-Mod und dazugehörigem, wie heißt das gleich noch, Spawner. Wenn du die komplett umgebaut hast, sage ich jetzt mal,
Das ist ein unheiliges Vergnügen, was du da anstellen kannst. In dem Eusemods 9, was ich gespielt habe, hatte ich am Ende die, wie heißen sie gleich noch, Schulka oder Schalkas auf mit dem Mobgrinder von dem anderen zusammen. Das ist so gestört. Knockback. Den von. Moment. Oder war das der Mobgrinder? Ne, Mobcrusher, sorry. Weil den kannst du ja upgraden, sodass der eine bestimmte Fläche abbaut. Und dann nimmst du das Größte, packst da einen ganzen Haufen ganzen Haufen Spawner rein und dadurch, dass du. Und du kannst dann. Oh, wie hatte ich das gemacht? Moment. Wir bauen jetzt mal was. So. Ich hatte die größte Fläche. In der Mitte den Spawner. Dann habe ich Blöcke gesetzt in die Luft. Mit einem Zweier Abstand. Und da haben sich dann immer die Schalkas daran festgemacht. Das heißt, der ganze Raum war gefüllt mit Schalkas, weil die übelst schnell gespawnt sind und überall, wo eine freie Fläche zur Verfügung stand, wurden die, haben die sich rangespawnt. Und der Mobcrusher, der hat eine, der arbeitet pro Tick sein komplettes Feld ab. Das heißt, alles wird voll gespawnt. Spawnt, der baut ab und wieder und ab und wieder. Und der Grinder hier von Mobgrinder, der braucht ja immer ein bisschen, bis die Mobs tot sind. Und so kannst du am Ende auch so Sachen machen wie eine übelst einfache Wizard Farm. Oder hier, wie heißen das, mit Picklich habe ich das auch gemacht. Die brauchen ja ewig und drei Tage, bis die tot sind. Habe ich einfach dieses, den Crusher hingestellt. Und peng. Ja, und du brauchst halt diesen Pink Slime am Ende. Oh, Huhn. Hühner. Ganz viele. So. Freunde der aufgehenden Sonne, wir haben einen Huhn gefunden und... Ja, und so haben wir unser Sniffer Spawn Egg, ein zweites bekommen, damit wir die ein bisschen besser vermehren können. Und jetzt haben wir zwei. Und dann brauchen wir noch Pitcher Pots, damit wir die... Ja, ein bisschen mehr davon bekommen. Nee. Du kannst ja, wie heißt es gleich noch, die
Mir fällt der Name gerade nicht ein. Im The Other. War das The Other? Ja, im The Other kannst du ja eine Picklich-Pyramide finden. Oder so eine Pyramide halt, ne? Und da spawnen die ganz normal. Das Problem ist, dass da so viele kleine Flächen sind, dass sie da drin relativ schlecht spawnen können. Also fängst du an, das gesamte Gebiet abzubauen, was ja zum Glück mit den Mods, die hier verbaut sind, sowas von easy geht. Und dann spawnen da 15, 20 Stück unten auf der geraden Fläche, die du baust, spawnen die einfach. Und da stellst du einfach mittig diesen Mob-Grinder hin. Mob-Crusher, sorry. Und der rasiert da einfach so komplett durch. Du kriegst so viele Picklich. Und der ist halt nicht wie der Grinder, dass der nach und nach die Viecher abbaut oder Schaden verteilt, sondern der macht dir einfach einen Spawn-Kill. Und da kannst du einfach dich eben kurz hinstellen für 5 Minuten und hast alles, was du für das Modpack brauchst. Also ist tiefenentspannt, würde ich sagen. In der Mining Dimension gucken. Hello? Hast du hier irgendwas drin, was... Oh, das kennt er nicht. Oh, so. So, eigentlich wollte ich mit Productive Bees anfangen, ne? Zum einen sind unsere Eier weg, unsere Bienen weg, was mich ein bisschen ankotzt, aber wir machen jetzt was. Komps. Okay. So. Komm. So. Was wollte ich denn? Nee, wir wollten Sinn bauen. Oh oh, das wird echt knapp. So. Genau, das ist echt ein nerviges Problem, um genau zu sein. Was ich am Ende gemacht habe, war, ich habe mir Picklichs in ein Loch gezogen mit einer Leash. In der Mitte den, wie heißt der gleich noch? Den Grinder reingebaut und dann nach und nach Schaden gegeben, bis die noch 200 HP hatten. Dann habe ich sie gekillt. Oh ja, ich habe die ja alle abgebaut. Psst.
Wie heißt nochmal ein Nest? Hive. Nest. Ups. Ja, dann gehen wir mal auf der Suche nach Bienen. Ich weiß nicht, wo unsere Nester gelandet sind. Toll, ich habe den Crafting Table nicht dabei. Server reconnect? Hattest du mir was geschrieben? Nee. Gut. Komisch. Bienen, 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 Bienen. Waystone. Oh. Und? Keine ausgelassenen Frames. Ich lade noch hoch. Das passt alles. Okay. Komisch. Okay, andere Schätze funktionieren. Ja, das ist schon gut. Ja, dann, weiter auf Pinja. Was bist du? Du bist eine Reed Bee. Ey. Und ich habe eine Reed Bee.
Kohle. Oh, eine fette Bumblebee. Bienen, wo seid ihr? Was ist das für eine? Eine Yellow Carpenter Bee. Die brauche ich auch noch. Oh ja, und auf dem Weg dahin schnappen wir uns noch alle Bienen, die vielleicht irgendwelche Vorteile bringen. Und den Server abschießen oder so, keine Ahnung. Du bist auch eine Yellow Carpenter Bee. Ja, und die brauche ich nicht. Yellow Carpenter, Yellow Carpenter. So viele davon. Biene. Zwei Bienen. Nice. Eins. Zwei. Wie heißt das? Bienennest. Waren da noch welche drin? Eine. So, Simulator Chamber. Wie? Nee, keine Wii. Wie? So. So, haben wir noch ein Cage. Wir bauen noch ein Cage. Okay. Pot. Chubbot.
da 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 da. Chocolate Mining Bee. Nice. Oh, ich brauche noch eine. Feeding. Ja, der ist andauernd nur mit FIFA-Zocken beschäftigt. Das geht nicht mehr so weiter mit dem. Oder was sagt ihr dazu? Dankeschön, Backup Kai. Kai. Dankeschön. Und erstmal guten Abend. So. Unser erster Anfang für die Ressourcenfarm. Noch ein Sturdy Cage. Das B. Ja, den Finding Nest brauche ich nicht. Eis. Noch nicer. Mega. Und die Zentrifuge bauen wir später. So. Können die nicht mit Weed vermehrt werden? Hello there. Das ist ein bisschen fies. Nee, aber ja, du hast recht. Man könnte auch einen Sniffer-Spawner bauen. Aber... nee. Obwohl, die Spawner dafür hätte ich über. Habt ihr es auch gerade so im Hören? Wieso sind hier so viele Geister? Ich weiß, was ich baue. Was? Massenmörder und Untaten? Guck mal, unsere Hoffnung hat übrigens dem ist ein Licht aufgegangen. So. Nee, nicht das. So.
So. Seed. Bucket. So. So, von welchen bekommt man nochmal Emeralds? Von den Vindicatern oder von den Evokern? Obwohl, ich hätte mir ja auch zwei holen können, ne? Ups. No. Okay. Alter, ist das nervig. Punch. Was zur Hölle ist das? Ach, das ist das, okay. Thank you.
Ja, anscheinend hat das bei mir mit dem, wie heißt es gleich noch, mit dem Chunkloading nicht richtig funktioniert. Oder mein Reaktor ist vollgelaufen mit Krams. Aber jetzt haben wir den großen Reaktor und jetzt arbeitet das da ganz schön. Ja, ein Reaktor. Aber nur einen kleinen von Big Reaktor. Der stellt gerade mal 2000 Dings ins Schicken. So. Happy Birthday. Oh, ja, guck mal, Emerald und Totem of Undying. Dann können wir das in ein... Nice. Meinst du? Geil, aber das Totem brauche ich eigentlich auch nicht. Wäre halt nur nice, ey. Vogel. Mushrooms. Was bist du denn? Ein Spruce Creeper. Interessant. Die Farbe könnte ich hier eigentlich mitnehmen. Oh ja. Und ich habe den Mob Grinder ein bisschen laufen lassen. Und hab was Nettes bekommen. Und zwar genügend Level für Fortune 5. Und ich habe dann den einen Eusimodium-Block abgebaut und habe 5 Erz rausbekommen. Und das habe ich dann mit dem Hammer verdoppelt. Und jetzt haben wir 11 Eusimodium-Block-Ingots. Und hier haben wir unseren kleinen Reaktor, der nicht viel erzeugt, fast 3 kW, aber. Ja, das wird gerade durch unsere, wie heißt es gleich noch, durch die andere Farm halt verbraten.
So. Immerhin, genau. Jetzt wollte ich einmal in die Mining Dimension gucken, ob da irgendwas Nettes ist. Okay. Kupfer kriegen wir en masse. Redstone haben wir jetzt zum Glück ein bisschen was. Ja. Okay. Verdammt. Oh. Das hat sich doch mal echt gelohnt, dass wir runtergefallen sind. Die blöde Wolke hat zwar das Licht versperrt, aber... Jo, why not? Kann ich jetzt nicht meckern, würde ich sagen, ne? Hi. So. Hammer. Okay. Iron. So. Ja, ich habe kein Uran mehr. Oh. Habe ich noch Jelorium? Nee, habe ich auch nicht. Ja. Das auf jeden Fall. Oh ne, Uranium. Oder gibt es auch noch andere Uran-Seeds? Oh Gott, ja. Ey. Ich mach eine Biene. Guck mal, da brauche ich auch nur eine Eisen und eine Creepy für. Dafür brauche ich TNT. TNT habe ich schon. Oh ja, die Bienen aber auch. Da können wir ein Lied von singen. So. Weiter geht's auf die Suche nach Bienen.
Wohin will ich? Nach da. So. So, ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Productive. Wie hieß das denn? So. Was brauche ich denn für den? Oh, da brauche ich schon Draconic Chance. Die bekomme ich von Draconic End und Draconic B und Obsidianes und oh Gott. Okay. Okay. Wir müssen das N freischalten. Naja, dafür brauche ich erstmal die Ressourcen. Also. Ja. Eine Bumblebee. Die können wir auch bestimmt irgendwie gebrauchen. Ey, nur weil ich gestern das nach 6 Stunden endlich gefunden habe. Also wirklich Chocolate Bee mitnehmen. Das ist echt gemein. So, wir gehen nicht mehr auf die Suche nach Bienen. Wir machen jetzt was anderes. So. So. Beehive. Oh. Okay.
Hallo Bienen. Dankeschön, Bienen. So. Wir nehmen uns hiervon zwei. Hiervon zwei. Soul. Und Glow. Plank. Stick. Okay. Iron. Deer. Und Iron. Okay, Nether. 1, 2. Iron. Und so. Also. Glow. Sand. So, und jetzt brauchen wir noch dir. So. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Sand. Server.
So. So. Okay, und dann brauchen wir noch Baustoffe. Also. Gold. Okay. Also 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch ein Treat. Und wir brauchen Honey. So. Bastion. Ups. Ups. Block. Was soll denn der Rotz hier? Okay, wir müssen eh hier bauen. Nerv nicht. So.
So. Also. Okay, dann doch mal noch zu Hause. Hi, willkommen zurück. Weit ganz gut, würde ich sagen. Ja, ich bin hier ein bisschen am Rumexperimentieren. Oh. Und bei dir? Doch irgendwie ins Waste gehen? Ja, eigentlich mit den Bienen weitermachen, aber irgendwie wollen die nicht. Oh ja, ganz viel Biene Meier.
Ich glaube, das sind 410 Mods. Ja, 410 Mods, da ist so ein bisschen was drin. Es kommt drauf an. Eigentlich eine unendliche Menge, da du den Reaktor die ganze Zeit dauerhaft laufen lassen willst. Aber irgendwann wechselst du halt und dann kannst du andere Sachen einsetzen. Mason und Crystalline. Okay, die brauchen Quarz.
Home. Das hier braucht Magma Cream. Haben wir denn schon Magma? Ja, cool. Damit müssen wir 1, 2, 3, 4 alle haben. Und dann können wir mal eben gucken. Eines neues Sassy Bee. Oh Gott. Ups. Ups. Okay, die brauchen anscheinend diese Sunflower. Wie heißen die? Torch. Ich bin überfordert. So. Minecraft Sniffer Breeding. Use to. Ach, Seeds. Ach, verdammt. Doing, doing. Sieht nicht gesund aus. Nice. Nice, wir brauchen neue Cages. Cage. So, unsere ersten fünf sind am Arbeiten.
Super. So. Haben wir hier ein wenig Uran? Immer noch nicht. So.
was wollten wir jetzt machen? Brauchen mehr Functional Storage. Oh, falsche Richtung. Ich habe mich gerade gewundert. Ey, da hat schon jemand gebaut. Tunnel. Ups. So. Breeding any flower. Oh, sorry.
Muss ich einen Bottle abbauen? Ups. Oh Gott. Hallo. Hallo. Salam alaikum. Salam alaikum. Dankeschön, Mann. Willst du wirklich nichts haben? Nee, ich hab grad Bienen bekommen. Und. Ich hab da gerade zwei Stacks hingeschmissen. Oh. Das ist. Oh ja, hab ich eingepackt. Ich denk mal, morgen hab ich genügend davon. Nee, nee, alles gut. Wollt ihr Brot? Kann ich auch, keine Ahnung, mein Leben verkaufen? Nein, oh Gott, ich geh wieder. Okay. Jetzt haben sie immer noch Probleme. Entschuldigung. Entschuldigung, immer noch. Waren sie schon beim Arzt? Ich glaube, ich geh mal lieber. Das ist wirklich besser. Oh, ich kann mich ja nicht noch. Wir können uns ja nicht weggehen mit dem. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Wir haben immer noch kein Quarz, kein Uran. Dach. Schön Juten. Oh. Der hat gestoppt. Voila. Joa, und selbst? Oh.
Ja. So, auf welcher Höhe findet man Uran? Nee, leider noch gar nicht. Ich bin hier voll in Eusemotz rein und ja, das hat mich aufgefressen. Aber freut mich, dass alles fit bei dir ist. Oh, da sind noch mehr. So. Mining. Ups. Home. So. Soul Center bei? Nee. So, ab ins Deep Dark. Greift er an? Greift er nicht an? So. Ich habe ja bis jetzt noch keinen Sound gemacht. Reagiert der eigentlich auf Audio, die man im Spiel abspielt? Hallo. Nö. Jetzt verschwinde schon. Der riecht mich. Was soll der Spaß denn? Und so schlimm rieche ich nicht. Ich habe geduscht. Willkommen zurück. Oh.
Das war, hui. Wie sind die denn ausgebrochen? Ah, okay, die Mechanik kannte ich noch nicht. Ich dachte immer, das wäre was mit Hören. Oh, war wohl fehlerhaft. Fans. Und, Ah, wie heißt es gleich noch? Fans. Torch. Jetzt sag mir nicht, der ist ins Nether gelaufen. Nee. Eine Leash, nicht Lead, Leash. So, damit sollte es doch gehen, oder? Show. Dankeschön. Ich glaube, ich lock den mal weg.
Ja, also, Planung für später ist, dass ich irgendwann nochmal die Musik erweitere, weil das ist, ja, Metal ist wichtig und richtig. Wow. Blödes Kackviech. Ich wollte die Musik mal erweitern, dass da noch ein bisschen mehr reinkommt. Wir können hier mal was machen, weil das ist eigentlich die epische Playlist. Ich habe noch diese Playlist. Wow.
Ja, dann sterbe ich jetzt mal. Was ich noch an Musik hatte. Mysteriös. Okay. So sind die entkommen. Thank you.
So, dann versuchen wir. Oh, hi. Hi! Guck mal, wer da ist. Ja, den versuche ich gerade zu töten. Brauchst du Hilfe? Ja, schlag drauf. Ich teleportiere immer weg und wieder hin. Jo. Oh ja. Hi. Ja. Sehr gut. Zum Glück. Oh, ist noch einer. Oh. Dronic, machst du eben? Du musst TBA machen, sonst teleportiere ich mich nur zu dir. Du willst doch den haben. Du musst TPA und meinen Namen eingeben und dann kann ich das annehmen und dann wirst du zu mir teleportiert. Genau. Genau. So funktioniert TPA. Nö. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich. Schon so eine schöne Spitzhacke. Was? Die habe ich nach 6 Stunden Suchen endlich gefunden. Gefunden? Ja, also ich habe ein Template gesucht und war in 4 Bastionen drinne und nirgendwo war was. Ich hab welche. Ne, ich jetzt auch. Ja. Hast du auch schon Netherite Seeds gemacht? Nö. Das kommt später. Doch. Also, ich versuche gerade das Upgrade auf Eusemodium zu bekommen. Deswegen bin ich eigentlich hier. Ach so. Jo. Ich gehe mal zu meinen Bienen. Mach das. Nein. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich werde hier mal abchillen. So. Ich glaube, ich weiß, was die brauchen. So. Ich glaube, die brauchen ein Beehive.
So. Okay, Mentor. Thank you.
Mal gucken, ob der da direkt drin reinspawnt. Reicht das? Jo, das reicht. Besten Dank dir. Jo, bitte, bitte. Ist das Inventar wenigstens leer? Ja, das stimmt. Wenn du mal jemanden brauchst, was ich vielleicht habe, könnte das auch nicht sein. Jo, mach ich. Dankeschön. Dann viel Erfolg. Danke gleichfalls. Jo, ciao. Gott, oh Gott, oh Gott. Ups. Ist hier zu dunkel, deswegen habe ich das mal mitgebracht. Kommen die jetzt hier nicht raus? Die Musik ist auch sehr komisch. Sassy. Ja, das war mal überhaupt nicht erfolgreich. Oh ja, sehr sus. Aber ich brauche nicht irgendwas sussiges, sondern suspicious. Wäre wichtiger. Leider. Breeding Items.
komme wieder. Oh, die bleiben da auch noch drinnen. Ja, hier ist echt Pimmelberger angesagt, ey.
Oh. Oh. Was habe ich denn jetzt alles bekommen? Oh, hier ist noch mehr. So, dann kann ich mir dann eine extra Chance jetzt noch holen. Ach, noch eins. Kann ich mir sogar zwei holen. Wie sieht denn der Suspicious Clay aus? Oh, das ist Suspicious Clay. Thank you.
Nee, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es sein kann, dass ich jetzt außerhalb der City bin. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Nee, ein Blümchen brauche ich nicht. Die müssen eigentlich nur, ja, das so machen. Okay, vielleicht ist das ein bisschen schmal. So. Nee, die waren schon draußen. Es kann sein, dass es schon wieder dunkel ist. Nee.
Aber die schwärmen irgendwie nur zwei oder dreimal täglich. Dafür braucht man dann das Upgrade. das hier. Das Speed-Upgrade. Dann sind die weniger im Hive, sondern fliegen mehr draußen rum. Nur dafür haben wir die Ressourcen aktuell nicht. Also besonders diese Honeycombs. Nee, du kannst, soweit ich weiß, kannst du keine Bienen spawnen lassen. Doch. So habe ich ja die Sassy Bees bekommen. Aber man kann die leider nicht im Spawner benutzen. Und du kannst auch diese von Mobgrinder, diesen Watte-Dingens hier, den Q-Tip, kannst du nicht an Bienen benutzen. Okay, das könnte ich bauen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu lange dauert. Also länger dauert, als wenn ich jetzt hier einfach warte. Leider dürfen wir in der Overworld keine Forced Chunk Loading machen. Für diesen Bereich. Deswegen will ich eigentlich jetzt hier den Suspicious Sand Clay bekommen, dass ich das frei schaufeln kann und dann direkt in die Bastion wechseln und dort dann Soul Sand setzen und die Konstruktion dann. Und ja, aber wir können mal eben kurz im Breeding gucken. Ghostly, Magmatic, Glowing, Gold, Glowing, Gold, Crystalline. Wieso sind die nicht eingefangen worden?
Aha. Und jetzt kommen die Bienen auch nicht mehr raus. Aber ich brauche ja die Honeycombs. Ja, ich brauche noch ein Honeycomb-Block. Und dann kann ich ein Speed-Upgrade bauen. Ja, da war ich auch schon am Überlegen, weil du brauchst hier so große. Was kriegst du aus Berries? Die kriegen wir relativ easy. Und du brauchst Triglycerid? Das kannst du machen mit Carbon, Oxygen und Hydrogen. Okay. Drück die Daumen. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Und jetzt haben wir das Upgrade. Super, jetzt müssen wir warten, bis die Bienen alle im Käfig sind. Dankeschön. Und dann können wir die Soul Sand Geschichte machen. Fehlt noch eine? Nee. Bin ich auch heilfroh drum. So, aufgeräumt.
Ja, so schlimm zum Glück auch nicht. So, aber ich will noch ein bisschen mehr Soul Sand finden. Ja, das sollte reichen. Oh, Kacke. Moment. Damit ich das nicht schon wieder vergesse. So. Und auf geht's zur Bastion. Den brauchen wir, das brauchen wir. Sauber. Ja, und die arbeiten jetzt hier selbstständig, so dass wir hier nicht sein müssen. Das ist schon mal mega. So. Komm. So, die müssen wir leider eben opfern. So, Crystalline. Crystalline und Gold.
Ja, den Chunk hatte ich geladen. Auf welcher Höhe findet man denn Uran? Oh, super. Ja, so. Ja. Jetzt haben hier alle Viecher was zu essen. Und wir haben schon mal eine Mini-Farm. Diamant. Ach, das war Uran.
Vielleicht auf Goldhöhe. Oh, brauchen sie anscheinend nicht. Oh. Anscheinend die richtige Höhe. Dafür und hierfür. Also Uran ist anscheinend echt verdammt selten.
Okay, das reicht erstmal, ich sage. Interessanterweise, wenn wir jetzt mal in die Mining Dimension gehen, der hat ja schon zwei Chunks gemeint und hat noch kein Uran gefunden. Oder habe ich das aus Versehen hier mit reingetan? Nee. Ja. Nice. Oh mein fucking Gott. Ups. So. Einmal gucken, ob die Sassy Bees hier nochmal neu. Und Mining. Vorbereitung treffen.
Ta-ta-ta-ta! Kaum beschwer ich mich, kommt es vor, oder was? Das ist doch eine Verarsche. Oh, ich glaube, es war genau rechtzeitig. Oh ja. So, dann gucken wir doch mal nach den Sassy Bees. Der hat auch nur noch 10%. Alter. Oh, das kann auch noch sein, dass die Angst vor Fackeln haben. Weil die sind Weaklinge.
Oh. Ja, ich habe gerade was gesehen, was ist mir eingefallen. Und, das wollte ich jetzt machen. Hätte ich auch mal früher dran denken können. Yeah.
Oh ja, hast recht. Obwohl, ey, das funktioniert nicht. Ja, ist doch typisch. So, eine Sache will ich jetzt noch machen. So, und damit haben wir jetzt im so gesehen dritten Stream oder vierten Stream? Freitag, Samstag, Sonntag, vierten Stream unser erstes Eusimodium-Tool. Ja, du kannst ja nicht schmeckern, ne? Genau, und dann gehen wir jetzt noch weiter vor und sammeln die restlichen Teile dafür, aber finde ich schon mal nice. Freue ich mich drüber. Und da die Undestructible ist, ist die jetzt auch nicht gerade. Ja, also wir können damit viel machen. Ja, und in dem Zuge würde ich sagen, mache ich jetzt heute auch Feierabend. Ja, ich muss eigentlich ins Bett. Genau. Wir haben jetzt soweit vorbereitet, dass der hier auch bis in die Unendlichkeit laufen kann heute Nacht. Die Sassy Bees sind auf der Suche. Hier produzieren wir schon mal ein paar mehr Comps, sodass wir morgen dann auch endlich mal mehr von denen hier bauen können und auch Upgrades bauen können und. Und dann können wir loslegen mit der vernünftigen Ressourcenfarm und dann auch mal Bienen züchten und. Und ja, also, ich würde sagen, gehabt euch wohl.
Ja. Dann machen wir den hier mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Abend euch noch. Und morgen muss ich mal gucken. Ich habe um 17:30 noch einen Termin. Da weiß ich nicht, wie lange der geht. Aber danach komme ich dann direkt online. Also, ja, würde ich sagen, bis morgen. Gute Nacht und auf Wiedersehen.